So, okay. Dann machen wir mal weiter. Lang genug rumgeeiert. Zeit. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Hat dem? Den. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toad Town. Was? Unglaublich. Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternstabs benutzt, weil er drum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen? Was für ein Schwächling. Cammy Cooper, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit, versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Übrigens, Cammy Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte... Schwierig. Ihre Kräfte geben können, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Oh, warte. Ah, nee, alles gut. Nee, warte, nicht alles gut. Jetzt alles gut. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, können ihn die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Ja! Oh. Hier kommen die Koopa-Brüder. Haha, yeah, oh yeah, wir sind die coolsten der coolen. Psst, Cammy Cooper, bist du dir sicher, dass diese Kerle richtig für den Job sind? Der Goomba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmerndes Baby verwandeln. Exzellent! Das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder! Zeigt unserem König den Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit? Oh, das ist, Wie gefällt euch das? König Bowser, wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit dieser Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ihr in eurer Festung eingeschlossen habt. Wer bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb... Ihr Idioten! Benutzt euren Verstand! Sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern! Am Ende haben sie sich einfach nur ausgezogen. Und Bowser war so... Wow! Oder sie haben einfach ihr T-Shirt runtergezogen und die Titties zusammengedrückt. Und Bowser so, ich wusste gar nicht, dass Männer sowas können. Ah, furchtbar. Steffi, danke für 13 Monate Treue. Oh mein Gott. Was ist das denn?
ist ein schlafendes Brot. Es ist ein Schäfchen. Okay. Sie hat ein gutes Vorbild mit dir. Ich mache es nicht nochmal. I refuse, okay? Nicht Mani, danke für deinen Sub über Amazon Prime vor allem. By the way, ihr müsst euch echt alle Amazon Prime holen, einfach damit wir zusammen so eine Watch Party machen können. Dann einfach irgendwie 1000 Pokémon-Folgen gucken oder so. Und Makrele, ebenfalls danke für deinen Sub. So, warte mal, Orden. Nahezu olympischer Hammerwurf, der dich nur 2 BP kostet. Ich glaube, das klingt eigentlich ganz cool. Oh, ich kann beide nehmen, ne? Los geht's. Vorsichtig geboten gehen. Wenn vorsichtig geboten ist, gegen gegnerische Angriffe eher daneben. Ja, das klingt doch gut. Scheiß auf den Powersprung, wenn wir den Hammerwurf haben. Lord Pondu, danke für 3 Monate Sub. Was ist denn gerade los, Alter? 1000 Leute subscriben. Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist ganz in Aufruhr. Die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit ihr. Es herrscht pures Chaos. Außerdem habe ich mir in die Hose gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich unternehmen soll. Bitte, Mario, rettet ihre Hoheit und bring mir eine neue Hose. Uff. Tragische Entwicklung hier. Oh nein, Verderben, Gefahr. Der Pilzpalast ist in den Himmel entschwebt. Kein Palast mehr, oh welch Schrecken. Nur noch ein Loch ist übrig. Ich fühle mich so angesprochen. Unser geliebter Palast, wo mag er nur sein? Ich muss das sofort in der ganzen Stadt verbreiten. Das tut er, indem er total gespannt hin und her läuft. Der Palast ist verschwunden und Prinzessin Peach wurde entführt. Prinzessin Peach wurde entführt, was für ein schwarzer Tag. Jeder in der Stadt ist von Trauer erfüllt und dennoch sorgt sich mein Herz nur um dich, mein Schatz. Bin ich deswegen eigensüchtig? Mir geht es genauso, mein Liebling. Nur du bist es, wonach sich mein Herz sehnt. Wir sind zwei sehr eigensüchtige Toads. Wow, das ist mal Liebe, würde ich sagen. Was geht hier denn ab? A jar of piss. Los geht's. Ich glaube, der Powerblock könnte auch noch richtig praktisch sein. Nehmen wir auch direkt mal 2 von. Was haben wir denn hier noch? Ein Furchttiegel. Können Sie nicht mal erklären, was es überhaupt ist, bevor ich es mir kaufe? Das ist halt so. Bro, Alter. Why? So, warum sagst du mir nicht, was ich mir da eigentlich gerade kaufe? So. Willkommen im Pilzladen. Wie kann ich dir helfen? Ja, gar nicht. So, mir ist nicht zu helfen. Oder warte mal. Okay. Alucard, danke für 14 Monate Sub. Voll cool. Erstmal eine Shopping-Tour einlegen sich da. Ja, ist doch wichtig. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dann kann ich nicht hüpfen. Ah, ich kann hüpfen. Okay, alles gut. Oh, sei gegrüßt. Du bist doch Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weiße Ross T. Erfreut, dich kennenzulernen. Der Weise, nicht der Weiße. Wie du sicher siehst, bin ich völlig fanat in Bücher. Ich kann lesen, so oft ich nur kann. Eben, weil ich so belesen bin, weiß ich über viele interessante Dinge Bescheid. Es würde mich freuen, wenn Wissen wir dir Man sagt, dass hoch am Himmel der Sternhafen sein soll, wo alle Sterne zu Hause sind. Im Sternhafen gibt es einen Schatz, den Sternstab. In ihm ruht uralte Magie. Manche Sterne sind besonders stark und großherzig. Sie nennt man die hohen Sterne. Mit dem magischen Sternstab erfüllen die hohen Sterne die Wünsche der Bewohner dieser Welt. Wenn du dir unter dem nächsten nächtlichen Sternhimmel etwas wünschst, dann geht es dank der hohen Sterne und des Sternstabs in Erfüllung. Wenn es noch etwas gibt, was du wissen möchtest, zögere nicht, mich zu fragen. Okay, ich habe keinen Bedarf nach Wissen mehr. Kann ich hier hoch? Scheinbar nein.
Du. Das hier sieht sehr mysterious aus. Warum ist hier so eine Box? Anscheinend ohne Grund. Im Stockwerk über uns befindet sich ein Dojo. Wir sind hier, immer. Wir trainieren im Dojo. Es sei denn, der Meister ist nicht da. Dann bleibt das Dojo geschlossen. Gerade ist ein Brief angekommen, in dem steht, dass der Meister bald wiederkommen wird. Dann können wir endlich wieder trainieren. Unser Meister zieht durch die Lande, um seinen Geist zu reinigen und seinen Körper zu stehlen. Unser Meister war schon vorher ein starker Mann, aber wenn er zurückkommt, wird er noch viel stärker sein. Wir werden genau hier warten, bis unser Meister wieder da ist. Warten ist Teil des Trainings. Okay, ich sehe, ihr seid... Oh, ich dachte... Warte mal. Ich dachte, das wäre sein Haustier. Und hält das an so einer Leine fest. Aber das sind seine Haare. Ups. Deswegen darf man mich keine HD-Texturen für so ein Spiel machen lassen. Das endet nur in Theater und Wahnsinn. Der Diebstahl unseres Palastes hat viele Schäden verursacht. Am schlimmsten war es im Zentrum der Stadt. Es schien, als würde Holz vom Himmel regnen. Daher können wir momentan nicht den südlichen Teil der Stadt gehen. Der Bahnhof, der Hafen, viele wichtige Einrichtungen befinden sich im Süden. Es ist für die ganze Stadt sehr unbequem, dass wir nicht dorthin gelangen können. Oh mein Gott, die Tauner! Holy shit, danke für 10 Subs, Alter. Mega cool, vielen, vielen Dank. Merlon ist zurzeit nicht hier, das ist sehr schade. Speichern wir. Ja, wer weiß, was uns für böses Zeug noch erwartet. Es ist ein altes Spiel, immer schön speichern. Da draußen ist es gefährlich, ich würde nicht gehen. Ja, du solltest nicht gehen. Nein, geh nicht. Tut mir leid, aber nein. Aber was ist, wenn ich gehen möchte? Siehst du die blaue Säule vor dem Postamt? Das ist das Poststraßenschild. Straßenschild. Du kannst dich in Tautan ganz leicht zurechtfinden, wenn du Schilder liest. Okay, warte, wo bin ich gerade? Pilzpalast, Wanderpfad, Hafen, Haupttor. Okay. Guten Tag, ich bin der Paracarry. Paracarry? Eigentlich Paracarry, aber was soll's. Der Postbote. Ja, hallo, das ist das Postamt. Hier kannst du alle Briefe lesen, die für dich oder deine Freunde ankommen. Schau hin und wieder mal vorbei, um zu sehen, ob du Post bekommen hast. Nun... Oh, du hast Post? Welchen Brief möchtest du lesen? Von Gumbario. Bigumba? Hier bitte. Gumbario, du bist viel stärker, als du aussiehst. Wir dachten, du wärst nur eine Fratze. Wir dachten, du wärst so ein Fratz, der mit Mario herumhängt. Aber du hast es uns gezeigt. Und du hast bewiesen, dass du gut sein ebenso wichtig ist. Ach, das gut zu sein ebenso wichtig ist, wie stark zu sein. Glaubst du, wir können Freunde werden, wenn du wiederkommst? Bitte sag ja. Wir werden warten. Oh, rot und blaue Gumba-Brüder. Achso, ich dachte, Gumbario hätte mir einen Brief geschrieben, aber das macht Sinn. Okay, ich weiß. Ich verstehe. Ich kann nicht glauben, dass der Pilzpalast vor kurzem noch hier war. Wow. Ich war im Palast, als das Gerüttel plötzlich losging, aber meine blitzschnellen Beinchen haben mich gerettet. Ich weiß auch, dass Luigi und noch ein paar andere rechtzeitig entkommen sind, aber alle anderen wurden entführt. Oha, okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich nach Luigi suchen, oder? Außer er hat so eine Rolle wie in Origami King, dann kommt er wahrscheinlich klar. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, gar nichts. Oh, ich habe endlich eine so hübsche Animal Crossing Switch. Das freut mich für euch. Die wurden ja auch vor kurzem wieder verkauft, ne? Dude, was geht mit den Sternen ab?
auf der Suche nach etwas? Schau bei mehr lieblich vorbei. Nein. Muss ich hier Angst haben? Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich einfach in so einer One-Hit-Area und sterbe einfach sofort beim ersten beim ersten Gegnerkampf oder so. Watch it happen. Oh, das ist der Opa-Stern. Willkommen, Mario. Wir haben dich erwartet. Wir sind die sieben hohen Sterne. Unsere Aufgabe ist es, von unserem Heim im Sternhafen aus die Wünsche reiner Herzen zu erfüllen. Wir müssen dir etwas von höchster Wichtigkeit mitteilen. Bitte höre uns genau zu. Vor einigen Tagen sind Bowser und seine Kohorten in den Sternhafen eingefallen. Sie stahlen unseren wertvollsten Besitz, den Sternstab, den wir schon seit Anbeginn der Zeit behüten. Der Sternstab verfügt über eine Macht weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Solange wir uns zurückerinnern können, hatte Bowser nur Wünsche wie: Ich will Mario verkloppen. Oder: Ich will, dass Prinzessin Peach sich in mich verliebt. Natürlich werden solche Wünsche von uns Sternen ignoriert. Daher gingen seine Wünsche auch nie in Erfüllung. Bowser, dieser Dämon. Als er herausfand, dass wir seine Wünsche ignorierten, stahl er den Sternstab, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Er scheint jetzt zufrieden zu sein, weil er dich besiegt und die Prinzessin entführt hat. Doch schon bald, so fürchte ich, wird er sich noch mehr wünschen. Dann werden schlimme Zeiten anbrechen. Es ist die Pflicht der sieben hohen Sterne, über den Sternstab zu wachen. Wir müssen ihn Bowsers Klauen entreißen und wieder an einen sicheren Ort bringen. Um das zu tun, Mario, brauchen wir deine Hilfe. Doch leider bist du jetzt nicht stark genug, um gegen Bowser antreten zu können. Seine Macht ist durch den Missbrauch des Sternstabs ins Unermessliche gestiegen. Sobald wir sieben wieder im Sternhafen vereint sind, können wir dir Kraft geben, gegen Bowsers neu gewonnene Macht zu bestehen. Mit unserer Hilfe wirst du es schaffen. Mario, wir sind... So sei es. Unser letztes bisschen Kraft ist nun fast aufgebraucht. Obwohl es scheint, als wären wir jetzt hier bei dir, ist dies dennoch nur eine Illusion. Wir müssen all unsere Macht einsetzen, um über eine große Entfernung mit dir in Verbindung zu treten. Doch langsam schwindet unsere Kraft. Bowsers Gefolgsleute halten uns an geheimen Orten im gesamten Königreich fest. Bitte, Mario, du musst uns retten. Um Bowser den Sternstab zu entreißen und Prinzessin Peach zu retten, brauchen wir deine Hilfe. Bitte, Mario. Du bist unsere letzte Hoffnung. Und wir werden... Mario! Du siehst aus, als sei die Lage... Meine Güte. Sieht so aus, als sei die Lage in Ernst... Mein Gott, warum kann ich nicht lesen? Sieht aus, als sei die Lage ernst, als ich dachte. Ob es der Prinzessin wohl gut geht? Ich mache mir solche Sorgen um sie. Wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis. Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Meine liebe Prinzessin Peach. Wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist es zwecklos, auf Mario zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken. Nicht mal Mario hat eine Chance, uns hier oben zu erreichen. Ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternstab habe, kann niemand im gesamten Königreich gegen mich bestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche erfüllt. Sie ist nun mein. Ist das nicht einfach wunderbar? Stellt euch nur vor,
welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht mehr in Erfüllung gehen. Ach, wie überaus reizend. Ach, so wie sie uns Koopas seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten. Ich kann nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die mir auch gefallen. Denkt darüber nach. Ihr habt euch nun wohl, Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Versucht keinen Ärger. Blair! Ja. Das Spiel ist so cool. So gut einfach. So cute. Such a cute game. Oh, bitte. Wenn mir nur jemand helfen würde. Hä? Oh, je, yeah, was ist das denn? Oh. Hallo, Prinzessin Peach. Erfreut, dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Oh, das war ich auch mal. Aber du bist doch ein Sternkind. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme vom Sternhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Oh, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft? Ja, natürlich. Es sieht halt aus, als ob er richtig happy auf irgendwas draufkauen würde die ganze Zeit. So, das Kaugummi ist richtig gut. Oh, das ist großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lautet mein Wunsch. Geh und hole den Sternstab von Bowser. Wie kannst du das tun? Verzeihung. Das ist ein bisschen viel für einen Neuling wie mich. Vielleicht könnte ich einen der ehrenvollen hohen Sterne aus dem Sternhafen... vielleicht könnte einer der ehrenvollen Sterne aus dem Sternhafen diesen Wunsch erfüllen. Es tut mir so leid. Bitte wünsch dir etwas Einfaches, das auch ein kleiner Stern wie ich vollbringen kann. Dann... Kannst du mich von hier oben wegbringen? Jeder in meinem Palast wurde gefangen genommen und ich muss so schnell wie... Und ich muss sie so schnell wie möglich retten. Oh, es tut mir leid. Ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich wurde erst vor einem Tag in den Sternhafen gerufen, daher kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Wenn ich nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicher helfen. Ist schon gut. Sei nicht traurig, Twink. Sei nicht traurig, kleiner Twink. Auch du wirst irgendwann deinen Bären finden. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um uns alle zu retten. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Oh, Twink! Glaubst du, du könntest Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier gibst. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde so rasch wie möglich ins Königreich hinabfliegen. Oh, warte, Twink. Warte eine Sekunde. Kannst du auch... Mario sagen, dass... ich ihn liebe... aber verlassen muss, weil Bowser einfach so ein besserer Lover ist. Ich meine, es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen soll, ja? Kannst du ihm das mitteilen? Natürlich. Ich werde ihm deine Worte übermitteln, Prinzessin Peach. Verzweifle nicht. Ich werde bald wieder da sein, also pass gut auf dich auf. Tüdelü.